Ich würde die italienische Nordgrenze wieder runter nach Venedig verschieben, hinter Verona, wo sie hingehört. Wir schaffen die EU-Außengrenze, die jetzt in Großbritannien entstehen soll, wieder ab. Der Kanal wird dicht geschüttet mit einem Nein, nein, wieder das. Das Herz zu Herz. Willkommen zum Hausbesuch Europa am 28. September hier in Wien. Wir sind zu Gast bei Anneliese und Ernst August. Vielen Dank für eure Gastfreundschaft. Was jetzt das Spiel prägen wird, ist dieser Herzschrittmacher. Ja. Der wird das Spiel jetzt strukturieren. Ja, und hier eine kleine Einführung auch zu unserem Kuchen. Es ist ein veganer Schokokuchen, auch ein Bio-Schokokuchen. Der schmeckt besonders gut. Es geht dann auch im Spiel darum, wer davon was abbekommt. Als ich gehört habe, Wohnzimmertheater, da habe ich eigentlich eh gleich gedacht, dass das etwas Spannendes sein könnte. Ich hätte jetzt eigentlich nicht gedacht, dass es so interaktiv ist, aber es hat mich eigentlich sehr positiv überrascht, weil nur 15 Leute, alle sitzen dann zusammen an einem Tisch und es passiert eigentlich das, was du möchtest und nicht, was vorne auf der Bühne da passiert, und das finde ich schon cool. Über welches politische Thema habt ihr hier zuletzt Kontroverse diskutiert? Kontrovers? Eigentlich diskutiert wir nie nur kontrovers. Kontrovers. Wir haben leicht kontrovers über die Flüchtlingsproblematik diskutiert. Es gibt auf jeden Fall Unterschiede zwischen den Ländern, gibt auch immer eine Veränderung, je nachdem, was gerade so in der Gesellschaft oder jeweils in der Presse auch zum Beispiel großes Thema ist, das findet sich auf jeden Fall in Gruppen dann wieder. Also wenn jetzt aktuell die Flüchtlingskrise gerade wieder hochkocht oder Terrorismus im Vordergrund steht oder zum Beispiel so eine Wahl wie in Österreich, weil ich habe schon das Gefühl, dass hier zum Beispiel das Vertrauen in Demokratie etwas angeknickt ist gerade. Man merkt, dass die Leute darüber nachdenken, finde ich, auf eine sehr grundsätzliche Art und Weise. Also wer hat schon einmal bewusst seine nationale Herkunft verleugnet? Ja, und warum? Was ist deine nationale Herkunft? Österreich. Weil es irgendwann langweilig immer... No kangaroos in Austria. Ja, sagt man halt irgendwas anderes, weil es eh niemand wirklich weiß, wo du her bist. Und der Trick, mit dem ich bin, ist Das andere ist, geht nur auf Konkurrenz. Ja, es steht kooperieren, also kooperieren. Ja, und das infiziert damit alle. Genau, beide kooperieren. Wie der Kuchen verteilt wird, das kennen wir aus unterschiedlichen Lebenssituationen, dass das nicht immer nur gleich große Stücke sind, und das ist auch echt eigentlich die absolute Ausnahme, dass das wirklich mal gleich große Stücke für alle sind. Es ist nicht immer gesagt, dass jeder was vom Kuchen abkriegt, und es ist eigentlich die Regel, dass es sehr ungleichmäßige Verteilungen gibt.